Auf dem früheren Handelsweg von Hammelburg nach Würzburg findet man auf einer Waldlichtung im Steintal die Wallfahrtskapelle Maria Steintal. Im 18. Jahrhundert soll hier der Müller Johann Keck, Inhaber der Herrenmühle in Hammelburg, das heute das Heimatmuseum beherbergt, beim Durchreiten des Steintales einen Blutsturz erlitten haben. In seiner Not rief er die Gottesmutter an und bat um Hilfe. Er versprach im Falle seiner Genesung ein kleines Häuschen bauen zu lassen für ein vielleicht schon am Wegrand ungeschütztes stehendes Marienbild. Dort brachte er dann auch ein Votivbild an, heute am rechten Seitenaltar zu bestaunen, auf dem seine Not und die Hilfe Marias gemalt und beschrieben wurde. Es trägt die Jahreszahl 1716. Bald wurde dieser Ort vielen Menschen wichtig. Sie trugen Sorgen und Nöte, Freude und Dank hierher. Auf Wunsch der Bevölkerung wurde diese Kapelle 1739 erbaut. Am 2. Juli 1988 hat sich die Pfarrgemeinde Hammelburg der Gottesmutter geweiht. Maria wird als Königin der Familie verehrt. Damit ist die Bitte verbunden, dass an der Schwelle zu einem neuen christlichen Jahrtausend die Liebe und der Glaube in den Familien gelebt und weitergetragen wird.